Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal, wie man ein ganz simpel, einfaches Brötchen zu Hause selbst machen kann. Los geht's! Wir benötigen erst ein Brötchen, Philadelphia, Salz, damit es gut schmeckt, Basilikum für den Geschmack, eine halbe Tomate, Käse und Olivenöl darf nicht fehlen. Wir schneiden erstmal unser Brötchen in zwei Hälften auf. So sieht es von innen aus. Und dann lassen wir das 5 Minuten wärmen. Jetzt holen wir eine Unterlage für unsere Tomate, die wir gleich aufschneiden werden. Und zack, so sieht es dann geschnitten aus. Unser Brötchen ist dann schön aufgewärmt und schön knusprig. Ihr könnt es so lange aufwärmen, wie ihr wollt. Als nächstes packen wir Philadelphia drauf. Und zack, so sieht es dann aus. Und dann kommt Olivenöl für den besten Geschmack rein. Nur wenn ihr wollt, könnt ihr es reintun. Und dann Salz, aber nicht zu viel. Und dann Basilikum. Und dann unsere halbe Tomate. Und Käse darf auch natürlich nicht fehlen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in der anderen Hälfte Philadelphia reinpacken. Schmeckt auch natürlich besser. Und ja, so sieht dann unser Endergebnis aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Videos von mir sehen werdet. Und ja, tschüss!